Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Legolitchen an einem fantastischen Tag mitten im Bau des Angelladens. Wunderbar ist er. 21310 von 2017, gut 2000 Teile aus der Ideas-Serie. Ein Fest. Da sind wir. Kurz, worum es geht. Wir haben hier ein bisschen Fundament gelegt, 4 Minifigürchen gefunden in den Tüten, nette Sachen gemacht, toll gefliest. Schaut mal, fantastisch sieht das schon aus. Hervorragend. Schaut euch mein Unboxing und Bauphase 2 Video gerne nochmal an für die Details, wie das hier zustande gekommen ist. Das hier ist das angestrebte Ziel. Es wird glorios. Dazu haben wir bisher ein paar unbedeutende Ersatzteile gefunden. Ein Stickerbogen, den wir vielleicht noch nicht benutzen werden. Wir sind bei Stufe 3. Wir haben Tütchen. Wir legen los. Sensationell wird's. Passt auf. Packen wir nochmal aus. Oh, was finden wir denn hier alles? Fliesen in Sandgrün. Und Sandgrün ist ja die Farbe des... Sensationell. Also, sehr viel besser als Sandgrün kann ein Lego-Steinchen nicht werden. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Hier haben wir eine nette Tür in Reddish Brown. Türen sind ja hin und wieder verblüffend teuer. Fragt man mich auch wieder, warum ist denn diese Tür so teuer und der andere Tür nicht und was ist denn da passiert? Es geht eigentlich nur um die Seltenheit. Wenn eine Tür in irgendeiner Farbe neu auf den Markt gekommen ist, ist sie erstmal teuer. Es geht gar nicht darum, dass es eine besonders tolle Tür ist, dass man sie besonders mag und dass, was weiß ich, irgendetwas ist. Und die alten Türen werden nicht mehr gemocht. Nö, nö. Das ist einfach so, dass ein paar Türen einfach farblich nicht auf den Markt waren. Dann kommen sie, am Anfang sind sie wahllos teuer. Dann ist aber auch noch die Sache, dass eine Tür schon lange auf dem Markt sein kann. Also viele von diesem Brick Modified. Mit Noppen an der Seite, weil jetzt natürlich diese Seitenverkleidung kommt und dann nimmt man einfach so ein Brick Modified, patscht dann hier so eine Fliese dran und dann hat man halt eine schöne Außenverkleidung fürs Haus. Wir nennen es auch Fassade. Und irgendeine nette Tür in einer tollen Farbe ist in der Market Street verbaut. Ja, immer wenn jetzt in irgendeinem anderen Set mal so eine Tür vorkommt, wird die sofort teuer, weil die Market Street aus Teilen nachbauen wollen, immer diese Tür brauchen. So ist es und deswegen sind manche Sachen einfach teuer. So, Figürchen kommen weg. Heißt jetzt aber nichts. Fühlt euch nicht schlecht, wenn eure Lieblingsfarbe eine günstige Tür hat. Seid eher glücklich. Guck mal, wie günstig ihr in eure Lieblingstür kommt. Während andere vielleicht für irgendeine Tür schmachten und darben müssen, weil sie wissen, dass sie in dem Leben nie genug Geld verdienen werden, um ihr Lego-Haus mit der Tür ihrer Träume auszustatten. Und das ist ein hartes Los. So, jetzt setzen wir hier mal nette Container, Reddish Brown Container, klassische Container. Die setzen wir hier mal auf die Veranda. Es wird super. Ich bin bester Dinge. Das ist ein feiner Bau. Das sind hier klassische Zäunchen. Die haben oben 4 Noppen drauf. Es gibt die Zäune auch oben mit nur 2 Noppen in der Mitte mit ohne, ne? Mit einer Fliese quasi. Gibt's auch. Aufpassen, dass ihr, wenn man zum Beispiel merkt, dass ein Zaun mit 4 Noppen sehr viel teurer ist als einer mit 2, ja mein Gott, dann nehmt den mit 2. Macht euch nicht verrückt deswegen. Und gut, der Monk in mir muss hier mal kurz das alles in die richtige Richtung setzen, ist vollkommen irrelevant, aber egal. Container müssen alle gleich ausgerichtet sein, sonst werde ich wahnsinnig. Es gibt ja auch auf den Fliesen, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob ihr das mit der Kamera einfangen könnt, da ist ein Punkt, wo man sieht, dass bei der Herstellung dieser Fliesen, an irgendeinem Punkt ist halt eine Vertiefung, was weiß ich, wo das ansaß. Herstellungstechnische Markierungen sieht man immer mal auf so einer Fliese gegen das Licht. Und die ist nicht unbedingt mittig, diese Markierung. Dann gibt es viele, die dann alle Sets beim Bauen so ausrichten, dass diese Punkte immer an der gleichen Stelle sind und so. Und ich mache viel Mist, aber das lasse ich weg. Aber klar, wenn man es selbst weiß und man stört sich an sowas, dann... Es ist jetzt keine große Mühe, man muss halt jedes Mal nur gucken, wenn man die Fliese setzt, dass es passt. Wir haben schon alles gesehen, warum soll es nicht auch das geben? Und ich denke mir immer, es ist doch wirklich das geringste Problem und es stört niemand anderen. Und das ist doch eine grundsätzliche Sache und ich finde, es sollte die Einstellung sein, die man grundsätzlich zu allem hat. Wenn jemand anderes etwas gerne macht und es einen selbst nicht irgendwie einschränkt, ab dafür, ist doch fantastisch.
bin mir sicher, sehr viele Leute denken über sehr viele Dinge, die ich mache, wie merkwürdig das ist. Aber da ich sie ja nicht störe bei dem, was sie tun, lassen mich eigentlich alle zufrieden, beziehungsweise die, die mich nicht zufrieden lassen, weil es gibt immer jemanden, der sich über irgendwas beschwert, die blendet man dann einfach aus. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Lasst euch nicht ärgern. Generell nicht. Ihr weiß, das ist so eine Sache. Das ist ja so ein klassischer Elterntipp. Habe ich auch Kinder, mit denen ich zusammen gewohnt habe. Also von Lebensgefährtinnen Kinder. Ich habe nicht mit Kindern zusammen gewohnt. Mit Kindern, mit denen ich zusammengelebt habe und irgendjemand hat die geärgert, dann kommt hier immer so die Sache, die ich auch, obwohl ich es genau besser weiß, auch wiederholt habe, wann man es so tut. Das Beste ist, dass man die ignoriert, die anderen, die einen ärgern gerade und so. Und es funktioniert halt nicht immer, das weiß ich auch. Und vor allem als Kind funktioniert es nicht. Wenn irgend so ein Ochse dasteht und einen nervt, dann möchte man dagegen was tun. Und man hat, denke ich, als Kind verständlicherweise nicht immer die Abgeklärtheit, um über etwas zu stehen. Als Erwachsener, finde ich, sollte man die Abgeklärtheit haben, um über etwas zu stehen. Ich reg mich gerne über meine Sachen auf, die jetzt vor allem meine Hobbys betreffen. Aber wisst ihr, es ist ja so ein Aufregen. Das ist, sobald man einmal die Zeitung aufschlägt und weiß, was in der Welt los ist, ist das Aufregen weg. Ja, das ist ja wirklich, also ich freue mich immer über den Tag, an dem ich mich über meine Dinge aufregen kann. Und sonst alles fein ist. Ich meine, guck mal, was da für ein sensationeller Tag am Start ist. Wenn mein größtes Problem ist, dass die Leute, weiß ich nicht, eine merkwürdige Angewohnheit vielleicht an den Tag legen, die mich ein wenig verwirrt. Oder wenn ich denke, dass Lego-Produktmanager haben, die keinen Eimer Wasser umtreten können. Mein Gott. Also wenn das mein größtes Problem ist. Aber als Kind ist es natürlich was anderes. Erstmal ist als Kind jedes Problem ein klein wenig größer. Und das ist ja auch okay, weil die sind kleiner. Problem muss größer sein. Und? Dann ist auch noch die Sache, dass man ja auch noch nicht wirklich Tragweiten abschätzen kann und das Relativieren noch nicht so gut funktioniert. Ich finde es nur sehr interessant, wenn Erwachsene da noch ein gewisses Thema haben. Deswegen, mir hilft erstmal der Fokus natürlich auf die schönen Seiten. Und guck mal, was für schöne Sachen gibt auf der Welt. Das ist auch sensationell. Und darauf sich zu fokussieren, wenn man sich ärgert, dass es etwas Tolles gibt, das finde ich schön. Es gab aber immer mal so andere Taktiken, die für mich überhaupt nicht funktioniert haben. Und das war dann Sachen, sagen wir mal, sich in den anderen hineinzuversetzen. Warum ärgert der dich denn? Der hat doch dafür, da muss für uns doch auch einen Grund geben und so ein Zeug. Das hat mir nie geholfen. Ich dachte, ich weiß, weil der mich ärgert, weil er ein Vollidiot ist. Aber das bringt mir nichts. Aber wenn ich mir überlege, wie egal er mir ist, weil ich es doch so gut habe, das funktioniert für mich einwandfrei. Und dann kann man die Sachen, finde ich zumindest, sehr entspannt sich angucken. Wenn eine Sache nicht funktioniert, etwas klappt nicht, etwas ärgert einen. Es kann ein Amt sein, das einen ärgert, es kann irgendein einfach ein Erlebnis sein, das einen stört, was einen irgendwie wirklich den Tag vermiest und alles runterziehen möchte. Es gibt garantiert noch viele, viele tolle Dinge, die immer noch schön sind. Und wenn es nur ist, dass ich mir denke, was ich froh bin, dass ich nicht die andere Person bin. Das ist so eine Sache, die hat mir über sehr, sehr viel Momente, wo ich mich hätte ärgern können, einwandfrei hinweggeholfen. Da ich mir dachte, boah, wenn ich der wäre, meine Güte, wäre ich unzufrieden mit meinem Leben. Ach du dickes Ei. Und da gibt es einige, wenn ich die angucke, bei denen ich mir das denke, und wenn ich mit denen interagieren muss. Und dann überlege ich mir mal, komm, ich bin 20 Sekunden in deren Einzugsgebiet. Vielleicht mal 2 Minuten, wenn ich Pech habe, in der Schlange im Supermarkt und die sind hinter mir und oder vor mir oder was auch immer. Dann denke ich mir, ich bin nur ganz kurz bei denen und die sind die ganze Zeit bei sich. Ja, haha. So. Und schon ist alles in Ordnung. Ich weiß. Die sind genauso toll wie man selbst. Aber sie leben ihr Leben anders als ich. Und das langt mir schon vollkommen. Ich muss sie gar nicht qualifizieren. Ich bin einfach nur froh, dass ich es anders machen kann. Und schon habe ich gute Laune. Und dann ist das Tolle, als Reaktion darauf überlegt man sich ja, was man mit seinem tollen Leben so alles macht. Und freut man sich auf noch was mehr. Und dann wird es noch toller. Und das ist so ein Effekt, den man immer so übereinander setzen kann. Fantastisch.
Fantastisch. Wenn ich mir schon wieder überlege, was ich alles Tolles machen möchte. Wahnsinn. Es wird sensationell. Und vielleicht erzähle ich euch ein bisschen was davon. Wenn die Sachen so nach und nach kommen. Auf die ich mich alles freuen kann. Oder schon freue. Ja. Und das ist ein großer Teil meiner Vorfreude, besteht darin, dass ich ja noch gar nicht weiß, was ich alles vorhaben werde. Ja. Ich bin schon ganz gespannt, was mir alles einfällt. Das Teil brauche ich doch, jetzt werfe ich es schon weg. Irgendwas Nettes wird sich ergeben. Und ich werde es ja nur starten, weil ich denke, dass es noch toller ist als das, was ich jetzt mache. Was ich schon ziemlich toll finde. Das heißt, das nächste wird noch eine Steigerung von dem, was jetzt los ist. Fantastisch. Absolut fantastisch. Ich zeige es euch gleich mal. Ich habe hier diese Brick Modifieds übereinander gestapelt. Spektakuläre Dinge sehen echt anders aus. So, und jetzt bauen wir hier ein Fenster, das zeige ich euch gleich, weil es ein schöner beiger Rahmen ist, der mir gut gefällt. Er ist jetzt nicht dramatisch außergewöhnlich und sonst was, aber er gefällt mir einfach gut. Vor allem, weil er schwarze Läden bekommt. Also Fensterrahmen drin. Also Fensterläden. Die sind offen. Zu öffnende Fenster. Und er hat oben und unten dieses Dark Tan. Dark Tan, der Rahmen selbst Tan, in der Mitte schwarz. Kann man öffnen. Also alles. Das Fenster hat doch alles, was ich von einem Fenster möchte. Und jetzt haben wir gleicher Farbton. Diese schöne braune Tür, die wir in diesen netten Rahmen setzen. Ja, okay, da kommt ein netter Aufkleber drauf. Aufkleber und ich, ihr wisst, wir sind keine Freunde. Ich zeig's euch gleich eingebaut. Und da kommt der Aufkleber Gone Fishing drauf, genau. Gone Fishing ist natürlich ganz lustig und so, klar. In der Fischerhütte, ja, bin weg, bin angeln, super. Das haben wir jetzt gebaut. Ja, Tür geht auf. Fenster genau. Das war jetzt nicht hochspektakulär. Ich glaube, da ist so ein finales Drübergucken ist da vollkommen ausreichend. Ja. Oh, jetzt bauen wir eine Wand. Ha, die man klappen kann. Moment, das stelle ich weg. Oder? Wie macht ihr es, wenn ihr euch aufregt über was? Ich finde also, wie gesagt, dass die grundsätzliche Idee, dass man einen anderen ignorieren soll, weil er dann aufhört früher. Ich weiß nicht, das hat nie. Darauf kam ich nicht klar. Das war mir zu passiv. Der aktive Gedanke, wie nett ich es habe, der ist für mich positiver. Das ist so, wie wenn man gesagt bekommt, denk mal an nichts. Das funktioniert doch und ich muss sofort an was denken. Das ist vollkommen klar. Und deswegen muss ich aktiv an etwas denken und das muss dann etwas Positives sein. Und da hat man sein Happy Place. Und das ist doch super. Ja, was auch immer sein eigener Happy Place ist. Und ich habe ein paar und dann suche ich mir den schönsten raus in dem Moment. Das ist zwar ganz lustig, weil die Leute einen debil angucken, wenn man da so vor sich hingrinst, weil es gerade super ist. Und die sich denken, hier ist gerade voll die Seuche, wieso grinst der Depp? Interessiert ihr ja nicht, warum? Ist mir doch wurscht. Ich grinse vor mich hin. Und wir machen jetzt diese klassische Sache hier, das sind die, ich packe mir hier drauf, damit ich es gescheit zeigen kann, das sind diese Brick Modified, ja, mit Loch drin und der zurückversetzten Noppe. Und im Gegensatz zu dem hier, kann ich es ja mal nacheinander zeigen, das ist der mit der Noppe, die draufgesetzt ist, ja, zurückgesetzt, draufgesetzt, Unterschied. Und da kann man dann vorne eine Fliese querlegen und der Stein ist trotzdem nicht wirklich tiefer, ja? Also es ist, man bekommt halt unterschiedliche Ebenen ins Bild. Und je mehr Ebenen man auch schafft, desto mehr bekommt man auch die Illusion von noch mehr Tiefe. Obwohl es ja natürlich ganz klar vorgibt, wie viel Tiefe es ist. Aber wenn man diese leichte Ebenenversatz hat, kann man sich noch mehr hineindenken. Hat man ja auch mehr Schattenwurf und so. Großartig. Oder man stellt sich mal etwas vor. Das habe ich mir mal beim... Ich kann überhaupt nicht malen. Bisschen zeichnen, aber ich nicht malen. Aber wenn ich Leuten beim Malen zuschaue, die gehen wohl anders durch die Welt und sehen etwas tatsächlich und nehmen das in Einzelteile auseinander, wenn sie es sehen.
Und denen fällt dann auch bei einer Wolke auf, dass das jetzt keine, also die nehmen das nicht als Wolke wahr, sondern die sehen die unterschiedlichen Ebenen der Wolke. Und wie unterschiedlich die schattiert sind und was für abgefahrene Farben in der Wolke vorkommen, die man so eigentlich separiert gar nicht wirklich wahrnimmt, aber wenn man dann sie nachmalen möchte, merkt man, dass man all diese abgefahrenen Farben braucht, um auf diese Farben zu kommen natürlich. Also habe ich jetzt oft Farben gesagt, ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich ganz, ganz cool, wenn man so durch die Welt geht und nochmal drüber nachdenkt, was da tatsächlich passiert, wenn es nur die merkwürdigen Zusammensetzungen einer Wolke sind. Ist ja egal. Aber man sollte sowieso über Dinge nachdenken. Warum da die Wolken sind. Oh Gott, wenn ich meine, gut, ich meine, das ist, ist auch ein Interesse und Allgemeinbildung ist auch immer abhängig davon, was man für Möglichkeiten hatte in vielen Momenten, aber zum Glück kann man viel davon nachholen. Aber die Neugier ist doch vor allem das Entscheidende. Ist doch gar nicht so wichtig, auf welchem Status man jetzt ist. Mir ist auch vollkommen egal, ob jemand schon was weiß oder nicht. Aber ich finde es toll, wenn jemand diese Neugier hat und sich überlegt, warum etwas so ist und vor allem auch, warum man es nicht anders gemacht hat vielleicht. Und dann kommt man ja, die Ideen hatten ja vielleicht auch schon andere. Und dann kann man so ein bisschen diesem Prozess nachempfinden. Schaut mal her. Sieht es so aus, wie es aussehen soll, bevor ich es euch zeige. Guck ich mal, ob ich Blödsinn getrieben habe. Da. Schöne Wand. Ich finde, diese unterschiedlichen Materialien geben einen tollen Look. Das Spitze. Dieser Versatz, auch mit diesen Locksteinen nochmal drin, die nochmal diese Kerben reinbringen. Ah, super, super Wand. Und das ist doch auch für die Entwicklung, so über die Jahrhunderte und Jahrtausende, ist es doch eine tolle Sache, wenn man mal sieht, wie etwas funktioniert. Und man sich dann denkt, man weiß ja dann, wann gewisse Entwicklungen gemacht worden sind. Wie haben die es denn dann vorher gemacht? Und da geht es ja dann immer richtig vorwärts, wenn man sieht, in was für Zuständen gelebt wurde. Oder in manchen Ecken ja immer noch gelebt wird. Abgefahren. Und dann kommen wir zum Thema, dass es einem selbst vielleicht ganz gut geht, oder? Ich finde schon. Obwohl wir natürlich da leicht reden haben, weil wirklich besser geht es praktisch keinem. Also, da haben wir es schon ziemlich gut. Ach, das ist ja cool. So, also, wir haben hier jetzt so einen Brick genommen mit zurückversetzter Noppe, haben einen Brick mit offener Noppe reingesetzt, oben hier so ein Druckventil-Ding. Jetzt haben wir hier an der Seite diese zwei Rohre an der Wand, die da runtergehen. Und hier oben hört diese eine Bar, so ein Bar auf, der ist ja ein bisschen höher und hier hinten ist die Noppe. Und jetzt setzen wir diese Noppe da so drauf. Und in dieses Loch von der rausgesetzten Noppe verschwindet dann diese Stange. Ha! Das ist super befestigt. Hält wie die Eins. Freue mich. Schon wieder. Geht den ganzen Tag so weiter. Es geht den ganzen Tag so. Unfassbar. So. Also, und dann setzen wir doch fröhlich weiter. Ein tolles Ding hier wieder drauf. Und das ein paar von diesen Plates quer gesetzt und das ist bombenfest. Es ist die beste Technik, um irgendetwas zu verdichten. Kranplätze. Aber jetzt so ein Plate quersetzen, das toppt gar nichts. Und hier kommt jetzt noch so ein Druckviech-Teil dran. Das kommt noch auf die andere Seite. Es wird ein bisschen wackeliger, scheint es mir. Aber sieht auch lustig aus. Kriegen wir auch dran. So. Und dran. Und ein schöner goldener Hahn, selbst für freilich. Auch dran. Haben wir das schön gebaut. Ich bin hochhappy. Schöne Details. Viele kleine, nette Details. So gefällt mir das. So, jetzt drehen wir das um. Und hier hinten kommt es dran. Ah, stimmt. Richtig, da haben wir ja im allerersten Bauschritt da unten auch schon. Zeige ich euch mal. Das hier unten haben wir gefliest. Und hier ist ja auch schon ein Hinge, den man bewegen kann. Ja, eine Hingeplate. Da. Und da setzen wir das jetzt drauf. Fantastisch. Oben und unten sitzt. Und jetzt können wir das hier aufmachen. Unendlicher Spaß. Weiter geht's.
machen wir noch ein Bracket. Bracket, ihr wisst, Geschichte, wenn es so um die Ecke geht. Theoretisch ist das ja auch ein Bracket, nur dass ein Brick hinten dran hängt. Ist aber ein Brick Modified. Hat sich Brickling so ausgedacht. Da ist reines Hinnehmen gefordert. Wir werden es nicht mehr ändern. So, da gucken wir mal. Jetzt wird das hier noch ein bisschen verstärkt. Andere Seite, Zeug drauf. Ich bin hochbegeistert. Hä? Ach, das wird mehrstöckig. Ach, sicher. Das wird ja mehrstöckig geöffnet. Glorios. Fantastisch. Hübsch, hübsch, hübsch. Jetzt haben wir hier einen netten Kasten, reddish brown. Hier packen wir jetzt diese Schubladen hinein. Ja, damit ihr seht, Schubladen, kommen da rein. Schauen ja, erreicht mich so das Feedback, auch Menschen zu, die nicht so viel mit Lego zu tun haben, sondern sich themenfremd sozusagen unterhalten lassen. Und ich muss ja hin und wieder mal zeigen, was so ein Container mit der Schublade ist. Weil entweder war man vielleicht lange aus Lego raus und kennt es nicht, oder man hat halt einfach mit Lego einfach gar nichts zu tun, möchte aber trotzdem mal wissen, was so ein Container so alles macht, wenn er Zeit hat. Container ist auch nur ein Mensch. Zeige ich euch gern. So, jetzt haben wir hier doch einen Weltklasse-Arbeitstisch geschaffen. Mit toller Lego News, toller Zeitung. Ein netter kleiner Schreibtisch mit Zeitschrift drauf und Aktenschrank und allem drum und dran. Schön. Und davor ist ein Turntable. Jetzt können wir uns noch gemeinsam überlegen, was auf dem Turntable früher oder später draufkommen wird. Ja, richtig. Ein Stuhl. Aber erst im nächsten Schritt, wie ich sehe, erstmal bauen wir noch weiter an unserer Wand, damit er da nicht so sitzt und hat hinter sich das offen. Oh Gott, erinnert ihr euch noch, oder vielleicht erlebt ihr es ja gerade, oder ihr werdet noch davor sein, wenn ihr mal in einem Büro arbeitet und ihr habt das Glück, in einer größeren Firma zu sein und irgendjemand dort kommt mal wieder auf die Idee, dass es ein Riesenplan ist, dass man irgendwie in einem Großraum sitzt und arbeitet oder dass man irgendwie seine Plätze immer tauscht, dass man nicht einen fixen Arbeitsplatz hat, sondern da muss Mobilität sein. Und ach, was weiß ich, was da für Ansätze gibt. Je nachdem, welche Beraterfirma gerade in der Klitsche ist, die wird es dann ausbaldobern, was gerade wichtig ist und die einzige Lösung und alternativlos übrigens. Auf jeden Fall, wenn man da dann aus irgendeinem Grund mal einen Platz hat und auch nur temporär und glücklicherweise konnte ich es eigentlich verhindern, aber irgendwie einen Tag saß ich auch mal irgendwo bei sowas. Und man hat hinter sich irgendwie den offenen Raum. Wer sitzt, also ich meine, allein evolutionsmäßig ist das... Hinter sich einen offenen Raum haben, während man sich auf was vorne konzentrieren soll. Wer kommt denn auf solche Ideen? So. Hervorragend. Also, wir haben einen Dark Green, wunderbaren Drehsessel hier hingesetzt. Das hätte, finde ich, aber auch Dark Green sein können, oder? Dann hat es mir diesen ollen Touch und es hat aber auch gleichzeitig diese Oldschool-Nummer, das mit bisschen Messing drin und diesem richtig dunklen Grün, oder? Und so ein Backlit-Mistviech oder so, keine Ahnung. Schön. Ah, bin hochzufrieden. Hochzufrieden. Das ist ein. Gehen hier die leeren Tüten, bewegen sich da. So, das lassen wir ja gar nicht einreißen. Und jetzt fangen wir an. Ach, wunderbar. Sandgrün, Dreierfliese. Sandgrün, Viererfliese. Sandgrün, Zweierfliese. Und davon vielem. Es wird fantastisch. Sammle ich mal alles, was ich an Munition hier so brauche. Und jetzt fangen wir hier an, die Seiten zu verkleiden. Spitze. Außerordentlich zufriedenstellend. Hm? Erste Ebene haben wir. So wird es jetzt nach oben durch. Ah, ich finde es sehr schön. Und Verpflegung. Ich bin mir immer, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich nicht ganz sicher, dass alle meine Ideen, die ich so von mir gebe, mehrheitsfähig sind. Und ich rufe auch nicht zum Nachahmen auf, gell?
Ich sage euch immer nur, wie ich es mache. Ich glaube, darum geht es bei mir hauptsächlich. Und da ich hin und wieder gefragt werde, wie ich es mache, habe ich hier auch so einen entspannten Redefluss, dass ich das einfach mal mache. Prüft immer alle Sachen, die ich sage, ob die in eurem Umfeld funktionieren. Ja? Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Alles hat bei mir auch nicht reibungslos funktioniert, aber ich bin eigentlich sehr happy. Und das ist in meiner kleinen Welt schon vollkommen ausreichend. Mehr muss gar nicht sein. So, das haben wir gemacht. Und jetzt geht's da unten weiter. Spitze. Oh, da wird der erste schon Shep angebracht. Da muss ich ja mal gucken, wie welchen Shep-Heizgrad ich hier gut hinkriege. Ah, der ist doch ein bisschen vorgegeben. Das ist gut, wenn er vorgegeben ist. Wenn er vorgegeben ist, ist es gleich besser. Dann wird da gar nicht erst hier irgendwas. Werde ich gar nicht kreativ an der Stelle, sondern die. Ich mache mal die Fenster so halbschräg auf, dann sieht es gleich alles noch viel verfallener aus. Schaut mal her, die Fliesen hier haben nur eine Noppe-Befestigung. Und dadurch, dass unten drunter diese Plate modified ist, vorne aber mit dieser kleinen Schiene, gibt diese Schiene dann den Winkel vor, wie weit man runterdrücken kann, wie schief diese Fliesen hängen sollen. Sehr gut gemacht. So haben wir jetzt die erste Linie einfach nur gemacht. Hier oben drüber geht es natürlich weiter. So, und einmal rum. Hier liegt ja noch ein bisschen Zeug. Ich werde hier noch ein bisschen jetzt vor mich hinfliesen. Ganz klare Geschichte. Und da muss ich mal gucken. Bei mir hier geht ja auch gleich der Umbau los. Also gleich ist gut. Irgendwie ein bisschen dauert es noch, aber es wird bös viel gewerkelt. Ich muss auch gucken, wie ich meine Videos schießen kann. Denn es wird jetzt immer mal kräftig über, neben, seitlich, sonst wo gebohrt. Und wenn die das machen, habe ich echt das Gefühl, die ganze Bude fällt hier auseinander. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie gut meine Videoversorgung in der nächsten Zeit sein wird. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen was auf Vorrat machen. Und das werde ich dann so posten und mal gucken, ab wann es halt nicht mehr anders geht. Weil da ist an der Stelle leider für mich wenig zu machen. Aber ich denke, das wird laut. Definitiv zu laut für Videos. Ich habe ja eh sowieso, da ich ja nicht nachvertone oder sonst irgendwas mache, nehme ich tatsächlich auf, was ich hier in Geräuschen gerade produziere. Und wenn da über mir dann die mal anfangen, kräftig Parkett abzuschleifen oder sowas, oder mal, ach, es langt ja schon, wenn die neue Steckdosen setzen und da reinfräsen überall. Ja, da weißt du auch genau Bescheid. Und da weißt du wirklich Bescheid hier unten. Das ist, als wärst du im gleichen Raum. Und das möchte ich euch nicht antun und definitiv auch nicht mir. Ja, okay, und das ist mal eine Pistole zu nehmen. Es gibt ja keine Waffen. Um einen Fisch so aufzuhängen, ist einfach eine gute Idee. Das kann man so abschließend sagen. Einfach eine sehr gute Idee. Und den machen wir auch noch und dran. Ich zeige es euch sofort, keine Sorge. So, jetzt kommt hier wieder eine. Jetzt kommt hier eine 2x3 Fliese. Da sollte hier die Bootsvermietung drauf, oder? Boat Rentals, genau. Könnte ich nochmal gucken. Boat Rentals da unten, ja. Aber wir lassen den erstmal weg. Ja, ich habe wieder ein bisschen was schief gehängt. Zufriedenstellend. Da sind Fischlis. Kleine Fischlis. Und da geht's drunter. Nächste Seite, es wird fantastisch. Und noch einer, 1, 2, 3. Ich glaube, ich kann jetzt mal wieder ein ganzes Stück bauen. Es tut sich ja wirklich nicht so viel. Ich zeige es euch aber momentan voller Begeisterung, weil es mir so viel Spaß macht. Aber was soll ich tun? Gucken wir da vorne, so der da. Das war jetzt aber hoch unspektakulär. Naja. Dann komme ich auch immer schneller weiter vorwärts und guck mal, was hier noch so passiert. Und. Ja. Es muss auch ein Fisch über der Tür hängen. Das, also wenn mir was einleuchtet, dann dass ein großer Fisch überm Angelladen an der Tür hängt. Vollständig eingängig.
Anders könnte ich es mir auch nicht erklären. Aber das auch, ich habe auch die alte Idee, dass wenn ich in irgendein Restaurant gehe, in dem es sehr schöne Wildspeisen gibt, ich habe Lust auf Wild, und mich guckt ein Reh von der Decke an, oder von der Wand hoch droben, oder irgend so ein, was weiß ich, Zwölfender. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Für manche gehört es vielleicht genau dazu und ist genau das Richtige. Vielleicht für die meisten, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie noch nicht den Zugang gefunden. So, da machen wir das. Weiß ich auch beim Steakhouse so, sind ja auch irgendwie so ein Longhorn, ist dann über dem Eingang oder so. Es macht die Sache halt sehr rustikal. Ah, da denke ich wieder an Red River zurück. Oder als die am Anfang da ihre Ranch hochgezogen haben. Ein grandioser Film. So ein richtig ein gewaltiger Film ist das. Auch ganz langsam, ganz ruhig, aber sehr gewaltig in seiner Gesamtwirkung. Und noch schwarz-weiß, irgendwie 40er Jahre oder so. Den habe ich nicht im Kino gesehen, ich bin nicht so alt. Und da. Trotzdem toller Film. Oder vielleicht gerade weil er so alt ist, ein toller Film. Nicht trotz. Ja. Da haben wir den und zwei von den Jungs dran. Hervorragend. Ach, wir verkleiden hier. Wie verrückt. Das ist eingeschränkt spannend, habe ich das Gefühl. Aber daran ist jetzt gerade mal nichts zu ändern. So. Drei. Hier sind auch häufig nur ist nur eine Noppe zur Verfügung, um eine Fliese zu stabilisieren. Sie sollen aber trotzdem alle Level sein. Das heißt, das wird später vielleicht nochmal eine gewisse Friemelei, bis man das alles so hingebogen hat, wie man es wirklich wollte. Ich habe das ja lieber wie vorhin, als ich, wenn es schräg sein sollte, ich die Vorgabe habe, bis wohin es schräg wird. Und wenn es gerade sein soll, wird es automatisch gerade. Ich merke, dass das manuelle Nachjustieren ist nicht ganz so meins dafür. Na, mal gucken. Kann man später auch seitlich einfach einen Brick dran halten und dann richtet der alle gerade aus, aber ich fand es vorhin so hochelegant, dass die Schräge vorgegeben war. Das fand ich toll. Ich habe gehofft, dass sich das vielleicht durch das Set durchzieht. Vielleicht sollen die aber auch alle ein bisschen schepp werden. Ist ja vielleicht alle ein bisschen schepp, die einzeln sind. Kann es sein? Vielleicht. Wir machen es vielleicht einfach so. Und dann gibt es schon den Charme, den es haben soll. Bin guter Dinge. Und hier drüben mal alles ran. Sandgreen ist wirkt super. Auch in der Masse wirkt das toll. Absolut. So, jetzt machen wir hier noch die Seitenverkleidung in Reddish Brown und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Das sind die Extras, hervorragend. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was gebaut. Ich habe vollkommen die Orientierung verloren. Hier bin ich. Ha! So. Sehr fein. Ganz wunderbar. Toll. Toll, toll. Schaut her. So haben wir ihn gebaut. Jetzt sind hier alle diese Dark Orange Geschichten hier sind alle jetzt verdeckt mit schönen Fliesen in Reddish Brown. Oben drüber seht ihr jetzt die Verplankungen. Manche ein bisschen schräg, manche ganz wunderbar gerade. In diesem Sandgrün. Ich wechsle immer zwischen den deutschen und englischen Farbbezeichnungen, ich weiß. Mit Kunden rede ich meistens über die Deutschen, im Brickling sind alle Englisch, ich bin da irgendwie verwirrt, aber ich meine, es sind doch die gleichen, ihr wisst ja genau, was ich meine. Hübsch, oder? Hübsch, hübsch, hübsch. Ich bin begeistert. Das war schon Bauschritt Nummer 3. So schnell geht's hier. Kleine Happen, so soll's sein. Ich bastel weiter. Die vier Figürchen stelle ich hier wieder oben drauf, damit ich sie euch beim nächsten Baufortschritt nochmal kurz vorstellen kann, falls ihr sie vergessen habt in der Zwischenzeit. Das wäre sehr tragisch. Da sind sie mit meinem Trenner. Es wird spitze.
Macht's gut, macht euch einen schönen Tag, vor allem, das ist doch ganz wichtig. Das Wichtigste eigentlich. Bis bald.